Blankenheim hat heute gut 8000 Einwohner und ist das Zentrum der gleichnamigen Gemeinde mit 16 weiteren Orten wie zum Beispiel Ahütte oder Freilingen. Im mittelalterlichen Ortskern sind Reste der alten Befestigung, das Georgstor und der Hirtenturm von 1404 und ein ganzes Ensemble an Fachwerkbauten zu sehen. Die Quelle der Ahr ist in einem Keller eines Fachwerkhauses gefasst. Von hier aus nimmt sie ihren Weg durch das romantische Ahrtal, bis sie nach etwa 89 Kilometer bei Sinzig in den Rhein mündet. Schon die Römer siedelten bis zum 4. Jahrhundert in Blankenheim. Die Villa Rustica ist mit 250 x 120 Metern der bislang größte entdeckte römische Gutshof in Nordrhein-Westfalen. Seit 2014 ist dort ein archäologischer Park mit einer futuristischen Stahlrekonstruktion des 56 Meter langen Herrenhauses zu sehen. Die umstrittene stählerne Säulenhalle soll einen Eindruck von der Größe des römischen Gutshauses vermitteln. Im dazu passenden Römerstraßen-Infozentrum im Gildehaus sind viele Exponate zum Thema römisches Landleben ausgestellt. Im Blankenheimer Eifelmuseum, untergebracht mit der Touristinfo in einem historischen Fachwerkgebäude, werden die Kulturgeschichte der Eifel, Naturkunde und einige Gemälde vom bekannten Eifelmaler Fritz von Wille präsentiert. Seit Blankenheim Etappenort des Eifelsteigs ist, herrscht wieder Leben in der Fußgängerzone im Zentrum. Einige Gastronomiebetriebe laden zum Verweilen ein. Die Jugendherberge auf Burg Blankenheim ist sicherlich ein Magnet für Kinder, die in die Welt des Mittelalters eintauchen und als Ritter und Burgfräulein magische Abenteuer erleben wollen. Die Burg Blankenheim wurde um das Jahr 1115 von einem Gerhard dem I. errichtet. Sie ist eine typische Höhenburg und war Stammsitz der Herren von Blankenheim, die sich ab 1380 Grafen nennen durften. Ab 1469 nannte sich die Linie Manderscheid-Blankenheim, da verwandtschaftliche Beziehungen zur Südeifel bestanden. Die Grafschaft Manderscheid war im 18. Jahrhundert die größte in der Eifel. Die Burganlage wurde im Laufe der Zeit mehrmals umgebaut und erweitert, bis sie sich schließlich, dem Anspruch der Zeit folgend, als barockes Schloss mit Gartenanlage und Tiergarten präsentierte. Nach letzterem wurde auch der erst 1996 entdeckte Tiergartentunnel benannt, eine technische Meisterleistung zur Wasserversorgung der Burg. Von einer entfernten Quelle an einem Berghang wurde das Wasser mittels Wasserdruck durch ein Tal in einen Tunnel im nächsten Berg gedrückt, um von dort aus zur Burg zu fließen. 1794 marschierten im Rheinland die Franzosen ein und lösten Kirchen und Klöster auf, verjagten den Adel. Die Gräfin von Manderscheid-Blankenheim floh mit ihrer Familie nach Böhmen und das Schloss begann zu verfallen. Erst 1894 startete die preußische Verwaltung eine Grundsicherung der Gebäude. Schließlich wurde die Deutsche Turnerschaft Eigentümer und 1936
das Deutsche Jugendherbergswerk. Dieses baute die Anlage mit einigen Ergänzungsbauten zu einer Jugendherberge um, die bis heute vor Ort ist. Die spätgotische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt von 1505 erhebt sich auf halber Höhe am Hang zwischen Burg und Ort. Sie erhielt erst gut 100 Jahre später ihren Turm. Die heute in der Pfarrkirche aufgestellten drei spätgotischen Schnitzaltäre, die als geschlossenes Ensemble dieser Zeit eine Kostbarkeit darstellen, befanden sich ursprünglich in der Schlosskapelle. Der Wanderer geht auf dem Eifelsteig rund 30 Kilometer durch Blankenheimer Gebiet und der Jakobsweg von Köln nach Trier macht hier Station.